Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Investment Talk. Heute sprechen wir mal über die Frage, in welche Karten man eigentlich heutzutage noch investieren sollte und in welche vielleicht eher weniger. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Wenn man ums Thema Sammeln spricht, dann denkt man meistens an Oldschool, an die Dual Monsters Zeit, die GX-Ära und stellenweise natürlich auch an die 5Ds-Ära, aus der ja auch einige der seltensten und teuersten Karten überhaupt kommen. Ich erinnere nur an die Ultimate Rare und Ghost Rare Versionen vom Sternstaubdrachen oder vom Schwarzen Rosendrachen. Und es gab dort auch noch andere Karten, die mittlerweile ein bisschen was gehen, wie zum Beispiel die Erdgebundenen und Sterblichen in Ultimate Rare. Und das ist so die Richtung, in die man so denkt, wenn man hört, okay, das ist ein Sammler oder wenn es ums Thema Investment geht. Und jetzt stellt sich aber die Frage, in welche Karten sollte man denn eigentlich heutzutage investieren? Denn man darf nicht vergessen, das, was heute modern ist, wird in 20 Jahren auch komplett retro sein. Und sehr, sehr viele Menschen, die mit den heutigen Karten aufgewachsen sind, werden auch genau das als retro und toll empfinden. Und dann vermutlich die alten Dual-Monster-Sachen vielleicht als altbacken oder auch als cool. Aber was ich damit sagen möchte, ist, die Karten, die wir heute vielleicht belächeln oder sie nicht toll finden, weil sie modern sind, weil sie modernes Layout haben oder, keine Ahnung, die Print-Quali vielleicht nicht so gut ist und so weiter, das werden irgendwann die legendären Sachen von damals sein, die ja so viel besser waren als das, was heute in der Zukunft dann auf dem Markt erscheint. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, in welche Karten sollte man jetzt investieren, wenn man das Ganze so ein bisschen vom Wert her betrachtet und sich die Frage stellt, welche Karten lohnen sich denn in Bezug auf Wertsteigerung? Und da ja, ist es halt mittlerweile ein bisschen schwierig. Wir müssen zuerst mal bedenken, aktuell, also gibt es keinen wirklichen Yu-Gi-Oh! Anime. Momentan, also es gibt schon Yu-Gi-Oh! Animes, aber die beschäftigen sich meines Wissens nach immer noch mit dem Rush-Duel-Thema. Korrigiert mich bitte, wenn ich hier falsch liege. Ich habe das mal kurz gegoogelt, was der aktuelle Yu-Gi-Oh! Anime ist und da ist immer, glaube ich, noch Rush-Duel thematisiert. Und das bedeutet, speziell die Karten, die so in den letzten Jahren rausgekommen sind, haben kaum einen Bezug zum Anime. Abgesehen von neuen Karten, die an alte Karten angelehnt sind, wie zum Beispiel der Dragooner oder so. Aber alles andere ist schwierig. Alles andere ist, hat keinen Bezug mehr. Das heißt, die Menschen, die heute groß werden mit Yu-Gi-Oh!, die sehen nicht den Anime und denken sich, boah, heftig, Alter, ist ja mega cool. Keine Ahnung, die und die Karte ist ja so krass im Anime, die will ich auch aus dem Booster ziehen oder so. Das war mal, das war eine andere Zeit damals, das gibt es heute nicht mehr. Eine Karte ist heute dann vielleicht noch oder erhält heute dann noch einen Legendenstatus, wenn sie besonders spielstark ist. Zodiac zum Beispiel. Zodiac war ein extrem starkes Deckthema, das damals alles zerlegt hat. Das jedem ging es auf den Sack, soweit ich das mitbekommen habe aus meiner Nichtspielerperspektive, und es war eigentlich so gut wie unschlagbar. Und diese Karten aus diesem Themenbereich, ja, das sind natürlich Karten, an die denken dann natürlich Menschen, die in ihren jungen Jugend- oder jungen Erwachsenenjahren auf Turnieren gespielt haben, an die denken die dann noch in 10 Jahren und wollen die dann vielleicht mal wieder haben, so als Erinnerung und so. So entsteht heute meiner Meinung nach der Status einer Legende in Kartenform. Also nicht mehr wie der Blue Eyes White Dragon damals im Anime, sondern eher so über diese Turnierperspektive, weil man im Anime einfach keinen Bezug mehr dazu hat. Das ist vielleicht noch bei Sexel und Arc 5 anders, da gab es ja noch ein Anime dazu. Da gibt es natürlich dann immer noch diesen buntäugigen Pendeldrachen und hast du nicht gesehen, der ist dann im Anime richtig krass gewesen und so. Und diese komischen Pendelmagier, die dieser Yuya hieß er, glaube ich, da hatte und so, ja klar. Aber alles, was danach kam, da gibt es keinen Anime-Bezug mehr dazu. So, und da stehen wir jetzt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, welche Karten lohnen sich dort eigentlich? Welche Karten rentieren sich? Und das sei mal vorneweg gesagt, prinzipiell schon mal alle Karten, die in den vergangenen Jahren, als es noch Yu-Gi-Oh! Animes gab, also angefangen mit Sexel über Arc 5 bis hin zu Reigns,
diese ganzen Karten, die dort in diesen Animes legendär waren, zum Beispiel der Firewall Dragon, ja, das ist ja der Blue Eyes der Reigns-Zeit sozusagen. Und die Kinder, die heute mit diesem Anime oder die damals mit diesem Anime groß geworden sind, für das werden das einfach immer die Karten sein, die sie haben wollen. Das heißt, hier herrscht zukünftig auf jeden Fall eine hohe Nachfrage. Die Karten auf jeden Fall aus ihrem Originalset am besten als Erstauflage in gutem Zustand. Aber das sind sowieso Sachen, die sind meistens als Secret Rare rausgekommen oder zumindest teilweise. Und da gab es dann auch noch einen Ghost Rare Reprint und so. Und die Karten sind sowieso eingehüllt, eingeordnet. Und auch die Ghost Rare, der Fireball Dragon Ghost Rare, geht ja jetzt schon seinen ein oder anderen Euro. Jetzt stellen wir uns aber die Frage, wie sieht das mit den Karten aus, wo kein Anime-Hintergrund am Start ist? Und naja, wie bereits gesagt, da muss man sich so ein bisschen an den Karten orientieren, die halt extrem spielstark waren, wo wirklich auf Turnieren was gerissen haben, die einfach jeder kannte, die zumindest eine Zeit lang extrem stark waren, wie zum Beispiel Mystische Mine, das ist eine ganz normale Super Rare gewesen, da gab es dann aber auch, glaube ich, nochmal ein Secret Rare Upgrade in einem der Mega Packs und so weiter. Das könnte mal eine Karte sein, die vielleicht ein bisschen was gehen wird, die Super Rare glaube ich nicht, weil sie jetzt zu den garantierten Super Rares gehört, aber vielleicht die etwas höheren Upgrades. Und so weiter. Verbotener Tropfen, solche Karten eben, die ein bisschen eine gewisse Spielstärke aufweisen. Abgesehen davon denke ich, dass, es kommt halt drauf an, wonach die Leute zukünftig sammeln werden. Wenn es einfach mehr Sammler gibt, die ein bisschen mehr auf die Optik gehen, weil sie halt nichts mehr haben, mit dem sie sich identifizieren können, dann dann werden es halt wahrscheinlich Karten sein, die einfach toll aussehen. Allerdings denke ich auch, dass dann die Bereitschaft, viel Geld dafür zu zahlen, sinkt, weil halt einfach keine emotionale Bindung zu den Karten besteht. Und jetzt möchte ich mal so ein bisschen spezieller auf Karten an sich eingehen. Also welche Karten, aus welchen Sets sollte man jetzt sammeln? Und klar, heutzutage ist es zum Beispiel so, es gibt keine seltenen Commons mehr. Wir erinnern uns noch an die Duel Monsters Zeit, da gab es die Tournament Pack Commons, die Champion Pack Commons und so weiter, Tournament Pack 2 Commons, unfassbar wertvoll, aber auch so die Giant Red Snake aus Tournament Pack 4 war sie, glaube ich, da kam sie als Rare nochmal raus, die gab es, glaube ich, in einem anderen Tournament Pack auch nochmal als Super Rare, aber in einem kam sie auf jeden Fall als Rare mit raus und auch da geht sie, glaube ich, heutzutage 8 oder 14 Euro, irgendwie, ich glaube eher 14 waren es, 14 Euro so um den Dreh rum, also solche Sachen gibt es heute einfach nicht mehr. Also aus Mainsets erst recht nicht, das liegt aber auch einfach daran, dass die Karten halt noch zu modern sind, also da müssten halt auch schon wirklich 20 Jahre ins Land ziehen und die Karten müssten auch entsprechend schlecht behandelt werden in der breiten Masse, damit dann so eine Art Verknappung im guten Zustand zumindest stattfindet und das wird nicht passieren, weil die Leute heutzutage auf ihre Karten aufpassen, zumindest großteils, auch auf die etwas schlechteren Karten und aus den, was waren's? Astral Packs? Nee, Astral Packs war mal, was ist der OTS Tournament Pack, genau. Das aktuelle ist OTS Tournament Pack. Ja, da gibt's dann auch Commons, aber das sind halt auch keine speziellen Commons mehr. Da gibt's keine Neuerscheinungen, sondern das sind halt auch Reprints. Und das ist halt auch das, was den Unterschied macht. Zum Beispiel Tournament Pack 2 damals, da kamen viele Karten raus, die dort ihren Release hatten und dann auch nie wieder einen Reprint hatten. Turupurun zum Beispiel. Was gab's noch? Tanzender Elf und so weiter, solche Karten, die sind dort released worden, hat noch nie wieder ein Reprint, sowas gibt's nicht. Im OTS Tournament Pack hast du nur Reprints von Karten, die es bereits gibt oder von, es gibt auch so Shortprints, das sind dann meistens so OCG-Imports von alten Karten, die wir noch nicht haben, wie Seltener Fisch oder so, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob das wirklich eine Oldschool-Karte war oder ob die nur auf Oldschool gemacht war, aber ich glaube, das war so eine Oldschool-OCG-Karte, die es hier halt noch nicht gab, die dann jetzt hier im TCG über dieses Set in Release gefeiert hat. Ja, die Karten, die könnten zukünftig, wenn es nicht nochmal irgendwelche Reprints gibt, vielleicht mal so 2, 3, 4 Euro gehen, aber das ist dann wahrscheinlich auch schon das Höchste der Gefühle. Also so diese richtig schönen Sachen, wo du auch schon vom Artwork her siehst, okay, die sind irgendwie was Besonderes, wie es damals beim Tournament Pack 2 war. Die haben sich ja optisch, zum Beispiel Königin des Herbstlaubs, eine wunderschöne Karte, auch vom Stil her. Sowas gibt es eben nicht mehr. Das heißt, Commons und auch Rares sind eigentlich kaum noch in irgendeiner Form etwas wert und haben auch in großen Teilen überhaupt keine Zukunftsperspektive. Rares wurden jetzt aus den Main-Sets entfernt. Jetzt könnte man sagen, ja okay, dann werden wahrscheinlich die Rares, die es in den älteren modernen Sets sozusagen gab, die könnten ja dann noch einiges wert sein.
irgendwann. Und denke ich aber ehrlich gesagt nicht. Momentan gibt es einige Rares, die sehr teuer sind, aber das ist halt auch ihrer Spielbarkeit geschuldet. Und das darf man nicht verwechseln. Weil, nur weil eine Karte teuer ist, weil sie momentan spielbar ist, bedeutet das nicht, dass sie wertvoll ist. Denn sobald diese Karte nicht mehr spielbar ist, verliert sie auch ihren Wert. Wertvoll sind die Karten, die trotz ihrer Unspielbarkeit einen Wert behalten, weil Sammler eine hohe Nachfrage an diese Karte stellen. Und das wird halt bei den wenigsten Rares der Fall sein, sage ich mal. Rares gibt es ja immer noch. Es gibt ab und zu so Nebensets, die erscheinen, wo wirklich jede Karte Rare ist, abgesehen von der letzten, die dann halt entweder eine Super Rare ist oder eine Ultra oder eine Collectors Rare. Das bedeutet, die Rare ist ja auch nicht aus der Welt. Es gibt sie halt einfach nur nicht mehr in den Main Booster Sets. Und dementsprechend würde ich mal sagen, vielleicht gibt es hier und da mal eine Ausnahme, wo man sagen kann, okay, da könnte man vielleicht mal ein Playset investieren oder so. Das ist jetzt hier nur ein, das habe ich jetzt hier nur zum Alibi gesagt quasi. Also ich persönlich denke ganz ehrlich nicht, dass es auch nur eine Rare gibt, bei der es ein Investment wert ist. Also von den neueren Sachen auf jeden Fall, auf gar keinen Fall. Dann gibt es natürlich noch die Holos aus diesen Only-Holo-Packs, was ich ja persönlich ganz, ganz furchtbar finde. Damals mit Hidden Arsenal erschien die erste Reihe an Karten, wo alles holographisch war. Das waren alle Super-Rares und am Ende gab es eine Secret-Rare. Das war innerhalb der Hidden Arsenal-Reihe auch cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das nice. So, nur leider hat sich ist das dann ausgeufert. Das war innerhalb dieser Hidden Arsenal-Reihe was Besonderes. Und dann hat irgendwann Konami angefangen, alles zum Blinken zu bringen. Also dann sind Sets rausgekommen wie Dual Power, Dual Overlord und was es nicht alles gab. McNiffin Mavis, glaube ich, war auch so ein Set. Und da ist dann alles Ultra Rare und alles Super Rare und am Ende hast du dann noch eine Secret Rare. Und das ist ganz, ganz große Grütze. Denn hier sehe ich zwei Probleme. Zum einen ist es halt so, dass durch diese Holo-Flut einfach die Holo an sich entwertet wird. Heute eine Ultra-Rare zu haben, das ist nichts Besonderes mehr. Früher herbeigerufener Totenkopf in Ultra-Rare, oh mein Gott, Blue Eyes in Ultra-Rare, krass, wenn du eine Ultra-Rare hast, das war was, das war cool. Das war was Besonderes, das war eine Rarität, die für sich stand. Das war schon mehr als eine Super-Rare, das war eine mittelprächtige, gute, stabile Rarität, wo man sagen kann, okay, die Karte ist halt schon, hat schon eine gewisse Seltenheit. Heutzutage, da kannst du dir für einen Fünfer kannst du dir eine richtige Handvoll Ultra-Rares holen, ne, aus irgendeinem Only-Holo-Set. Und das ist halt so die Sache, die ich schade finde, wo ich sage, okay, die Ultra-Rare an sich oder auch die Secret-Rare mittlerweile ist halt alles zu inflationär geworden. Es ist einfach zu viel, es ist halt einfach kaum noch was Besonderes. Und wie sieht es denn jetzt quasi aus mit Holos aus diesem Set? Also prinzipiell, die breite Masse braucht man natürlich nicht sammeln, die meisten Karten gehen nichts und werden vermutlich auch nie was gehen. Es sei denn, es sind holographische Karten, also Ultra-Rares und so weiter, die halt eben auch entweder einen Bezug zum Anime damals hatten oder die halt eben, wenn wir von Karten ausgehen, die keinen Anime-Bezug haben, weil sie zu modern sind, die zumindest spielstark waren. Keine Ahnung, zum Beispiel die Geistermädchen, ne? Hier Ash Blossom, Geisteroger und Schneehase, solche Karten, ja, da kann man rein investieren. Da kam ja auch im letzten Megapack, glaube ich, der Geisteroger und Schneehase im Prismatic Secret Rare raus. Das sind Sachen, ja, die werden vermutlich irgendwann aufgrund ihrer Popularität auch außerhalb des Animes und aufgrund der Tatsache, dass halt sehr, sehr viele Leute gibt, die auf so Waifu und Lolita-Gedöns stehen, werden die irgendwann an Wert zunehmen. Ne? Speziell Ash Blossom war ja das Geistermädchen überhaupt, die war ja dermaßen heftig, egal wie oft sie gereprintet wurde. Von Ash Blossom gab es so viele Reprints und jeder dieser Reprints, sogar die kamen aus dem Structure Deck damals, ging mehrere Euro. Die konntest du nicht kaputt reprinten, diese Karte. War unmöglich. Und dementsprechend natürlich zum Beispiel aus Maximum Crisis dann Ash Blossom ist ein Investment wert. Das ist eine Karte, das wird irgendwann bestimmt für irgendwen der Holy Grail sein. Und die nochmal zu bekommen. Auch wenn sie meines Wissens nach überhaupt keinen Anime-Auftritt hatte und einfach nur spielstark war und deshalb einfach populär war. Und die anderen Geisterschwestern gehören natürlich dazu. Dann gibt es die Sammler, die das Set komplettieren wollen. Und dann sind diese Karten natürlich gefragt. Also die ganzen Geisterschwestern und so, das kann man sich gönnen. Da kann man auf jeden Fall rein investieren, auch wenn es stellenweise vielleicht manchmal ein bisschen teuer ist. Zumindest bei den momentan spielbaren. Ich denke auch, ich habe den Preis für Ash Blossom jetzt nicht im Kopf, aber ich denke auch, dass die noch ziemlich teuer ist, nach wie vor, vor allen Dingen aus Maximum Crisis. Und da gab es ja auch diverse Reprints in Super Rare und in Ultra Rare und hast du nicht gesehen.
ich glaube sogar in Ghostware, wobei ich mir da nicht sicher bin. Ich glaube, nee, Ghost war es nicht, das war in Japan. Jedenfalls, solche Karten kann man auf jeden Fall nehmen, ja. Auch aus diesen Only Holo Sets dann, wenn es Karten sind, die mal sehr spielstark waren. Da gab es dann auch mal diese, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, ich kann mir diesen Namen nicht merken, das war so eine Raubpflanze, dieses Link-Monster, diese komische Schlange da. Ihr wisst, glaube ich, wovon ich rede, die war ja auch mal bei 20 Euro das Stück, weil die sehr spielbar war. Ob die jetzt einen richtig fetten Impact auf das Game hatte, weiß ich nicht, ob es ausreichend ist, um später mal so einen Legendenstatus zu erreichen, aber das sind so Sachen, in die kann man dann investieren. Da muss man aber sich ein bisschen in der Thematik auskennen. Man sollte vielleicht auch Spieler gewesen sein, um zu wissen, welche Karten waren denn überhaupt spielbar. Ich bin damit meistens ziemlich überfordert, ich weiß es nicht, ich verfolge es nicht, und dann kann man sich die einzeln rauspicken und da rein investieren. Das funktioniert natürlich auch. Ansonsten, Karten aus Only Holo Sets kannst du knicken. Und dann gibt es noch Karten aus zum Beispiel den Megatins. Und das sind ja auch garantierte Holos. Das sind ja mittlerweile, glaube ich, immer zwei Supers, zwei Ultras, eine Secret oder irgendwie so. Und ja, die Karten lohnen sich, denke ich mal, auf jeden Fall. Denn die Megapacks haben was von den Legendary Collections. Also die haben ja quasi die Legendary Collections sozusagen abgelöst. Und wenn wir uns heute mal Karten aus den Legendary Collections angucken, wo ja auch großteils einfach Reprints sind, dann, ja, kann man davon ausgehen, dass es auch da einige Karten geben wird, die wirklich wertvoll werden könnten. Das Besondere an diesen Megapacks ist auch, dass es dann Holo-Varianten von Karten gibt, die ursprünglich nur als Kamen rausgekommen sind. Und das ist halt auch eine besondere Sache. Wenn es zum Beispiel mal eine Kamen gab, die besonders spielstark war, oder eine Rare gab, die besonders spielstark war, wie zum Beispiel hier der Sonnenlichtwolf. Ich meine, den gibt es mittlerweile als Holo, als Super Rare aus irgendeinem OTS-Tournament-Pack, das weiß ich, aber ich nehme den jetzt einfach mal als Beispiel. So, und dann kommt aus dem Megapack da ein Holoprint raus, als Ultra, als Secret, als Super, und dann gehen mal 20 Jahre ins Land und die Kamen war wirklich dermaßen spielstark, dass sie auch schon fast Legendenstatus hat, dann kann es natürlich schon sein, dass die Karte dann auch ihre Euros wert sein wird und dann kann man da auch rein investieren, solange die Karten halt noch günstig sind. Und natürlich, ganz besonders wichtig, Karten, die an alte Karten angelehnt sind, also quasi sowas wie aus, hatten wir ja auch schon mal in einem der letzten Videos oder im letzten Video sogar, die aus Fists of the Gadget, die an den herbeigerufenen Totenkopf angelehnten Erzhunter-Weltler, die dort rauskamen in Secret Rare, oder auch so Sachen wie Riesensteinsoldat aus Abyss Rising, auch wenn das schon wieder ziemlich alt ist. Solche Sachen, das sind auf jeden Fall Karten, die auf jeden Fall auch irgendwann den Nostalgiker wieder anlocken werden vielleicht, weil das sind halt einfach Karten, wo man auch einen Bezug zu hat, aufgrund vorhergehender Karten, auf denen die Karten basieren, die wiederum einen Bezug zum Anime hatten. Da kann man auf jeden Fall auch rein investieren, sage ich mal. So, dann gibt es natürlich noch so Sachen wie Collectors Rares, Ultimate Rares aus OTS Tournament Packs, Ghost Rares und Starlight Rares, also die High-End-Sachen momentan auf dem Markt. Und da lohnt es sich natürlich sowieso. Also da brauchen wir gar nicht reden. Die OTS Tournament Pack-Karten, die Ultimate Rares, die werden irgendwann genauso gesammelt werden wie die ganz normalen Tournament Pack-Karten damals. Vollkommen unabhängig davon, ob die Karte jetzt irgendwie Legendary ist oder nicht. Einfach weil es eine Karte ist, die man ansonsten nirgendwo in der Seltenheit bekommt und auch die Packs nicht käuflich sind in der Regel, werden diese Sachen, diese Packs auf jeden Fall ihre Abnehmer finden, ihre Interessenten finden. Starlight Rares sowieso, egal ob es die neuen sind oder die Reprints. Der fünfte Starlight Rare Slot wird ja immer mit einem Reprint belegt, so Sachen wie Dede Krähe oder auch zum Beispiel der Schwarze Rosendrache und solche Karten, speziell dieser fünfte Reprint-Slot, die werden immer sehr gesucht sein von Karten, die schon Legendenstatus haben, die schon sehr beliebt sind, aber auch alle anderen Starlight Rares werden immer ihre Abnehmer finden, einfach weil sie was Besonderes und etwas besonders Seltenes sind. Das gleiche gilt auch für Ghost Rares, die wir jetzt in so Sachen wie Ghosts from the Past oder so haben. Die werden auch immer gesucht sein, auch da es sich eben um Karten handelt, die schon einen gewissen Status haben, wie zum Beispiel das Dark Magician Girl, das es ja ursprünglich nur aus dem Umschlag gab, aus dem Weltmeisterschaftsumschlag und so weiter. Die gibt es ja jetzt regulär aus Ghost from the Past 2, da habe ich jetzt auch letztens erst eine Agatha für 120 Euro, die werdet ihr in der nächsten Folge Neuzugänge sehen. Und
Ja, solche Karten, die kann man sich auf jeden Fall gönnen, auch wenn sie mittlerweile, also sie sind ja schon seit Release ziemlich teuer. Das Dark Magician Girl, um als Beispiel voranzunehmen oder voranzugehen, das kostet ja auch schon über 200 Euro eigentlich. Von den Starlights würde ich gar nicht erst anfangen, aber da geht es irgendwo bei 400, 500 los. Und ja, ist teuer, aber das wird zukünftig vermutlich noch teurer werden. Wir werden dort einige Sachen haben, die dann einen guten vierstelligen Bereich erreichen werden. Und wenn man den finanziellen Background hat und sagt, okay, ich kann mir mal 5.000, 6.000 Euro in die Hand nehmen und investieren, dann sollte man das auf jeden Fall eben in sehr gut erhaltene Exemplare dieser Gattung tun, sage ich mal. So. Jetzt wären wir aber am Ende des heutigen Videos. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich erstmal was vergessen habe, eurer Meinung nach, oder was ihr dazu meint. Was denkt ihr? Liege ich damit richtig? Liege ich damit falsch? Sagt mir mal eure Meinung dazu. Es würde mich echt mal interessieren. Ich denke mal, das Thema, das wir hier gerade haben, bietet einfach sehr, sehr viel Potenzial für eine gesunde Diskussion in den Kommentaren. Das soll es aber auch gewesen sein mit dem Video. Ich möchte nochmal anmerken, in der Videobeschreibung findet ihr den Affiliate-Link zu meinem Sponsor God of Cards. Ihr würdet mir und God of Cards einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Link benutzen würdet, um auf deren Website zu kommen. Denn dann wird mir euer Beitritt und wenn ihr was kauft, euer Kauf gut geschrieben bzw. angerechnet. Und die sehen, okay, es funktioniert und dann kann ich euch auch weiterhin coole Produkte vorstellen. Deswegen, falls ihr Bock habt, macht's bitte über den Affiliate-Link. Wir sehen uns zu einem weiteren Video. Bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.